Um auf Esperanto zählen zu können, musst du 10 Worte auswendig lernen. Unu, du, tri, quar, quin, ses, sep, ok, nau und dek. 0 heißt nullo. Für die Zehner sagst du erst den Einer, mit dem du 10 multiplizierst, und dann dek. 20 ist dudek, 30 ist tridek und so weiter. Für die Zahlen zwischen den Zehnern sagst du erst den Zehner und hängst den Einer einfach hinten dran. 11 ist dek unu, 12 ist dek du, 34 ist tridek qua. Die Zehnerpotenzen, also Zehner, Hunderter, Tausender und so weiter, werden durch Leerzeichen voneinander getrennt. Für größere Zahlen kommt jeweils ein Wort dazu. Cent, Mil, Miliono, Milliardo und man verfährt in gleicher Weise weiter. Qua Mil, Okzent, Sestek, Sep. Ab einer Million gelten die Zahlen dann als Substantive, werden also in der Endung angepasst und mit Präpositionen versehen. Ses Jahroi, 6 Jahre. Du Millionoida Jahroi, 2 Millionen Jahre.